Grüß Gott, ich bin der Dr. Toga. Ich möchte gerne Ihre 3D-Bild zeigen für Sie. Was haben wir von Ihrem Röntgenaufnahme, den CT-Aufnahme gemacht? So schaut Ihr Kieferknochen aus heute. Hinten fehlen die Zähne. Wenn man wieder Knochen durchsichtig, dann im Unterkiefer können wir zwei Nervkanäle sehen. Dieses Nervkanal darf ich nicht stören, wenn implantieren wir. Dann schauen wir weiter. Dann oben in der Mitte haben wir die Nase. Neben die Nase beide Seiten die Nebenhöhle, links und rechts. Wenn möchten wir implantieren, dann die Implantate im Unterkiefer können wir so einschrauben, was stört die Nervkanäle nicht. Ein Implantat direkt nach dem Ihr echtes Zahn und eines über dem Nervkanal, andere Seite genauso. Das können wir machen, nur leider beim OP müssen wir, vor dem OP müssen wir die Hartelemente entfernen, was hartet Ihre Prothese. Dann im Heilungszeit, was dauert nur ein paar Tage hier im Unterkiefer, kann Ihre untere Prothese ein bisschen locker halten, aber mit Haftcreme möglich das fixieren. Dann schauen wir dann oben weiter. Bei der Seite zwei Implantaten können wir hineinschrauben. Erster Implantat kommt dort, wo haben wir Knochen, aber die hintere Implantaten bei der Seite erreicht die Nebenhöhle. Schauen wir das dann nochmal. Das ist die Nase und die Nebenhöhle bei der Seite. Dann die zwei Implantaten stehen direkt in der Nebenhöhle. Darum müssen wir das aufbauen mit Knochenersatzmaterial. Das können wir durch das Implantatbett auch machen. Das heißt, das ganze Öffnung, was machen wir? Das wird eine 3 mm Durchmesser kleines Öffnung. Stanzen wir das. Durch diese kleine Öffnung kann ich das Implantatbett vorbauen. Der letzte Teil von dem Implantatbett mit Ultraschall können wir weiterbauen. Und dann mit Ultraschall können wir Ihre Nebenhöhle Schleimhaut aufheben. Was haben wir in Nebenhöhle Innenseite? Dann durch das Implantatbett kommt noch Knochenersatzmaterial hier hinein und dann gleich das Implantat. Das heißt, in einer Sitzung von einem 3 mm Durchmesser kleines Eingang können wir Ihre Nebenhöhle Aufbau machen und gleich das Implantat auch hineinschrauben. Das geht bei der Seite beim hinteren Implantaten. Wir möchten wie vorne auch implantieren, dann leider in rechter Seite haben wir eine angehängte Zahn und das hat noch ein Haltelement, was hat die Prothese. Das leider müssen wir hier entfernen, sonst kann ich das Implantat nicht hineinschrauben. Natürlich, wenn fehlt dieser Zahn hier, dann können wir den Zahnersatzroboter sofort aufbauen. Dann können Sie zu Ihrer herausnehmbaren Prothese noch einen Zahn bekommen. Das heißt, bleiben Sie nicht ohne Zähne. Aber wegen dieser Haltelemente, was müssen wir auch entfernen, dann wird es auch locker im Heilungszeit, was dort oben 4 Monate lang. Das heißt, in einem empfehle ich das Implantieren Oberkiefer, Unterkiefer. Die untere können wir beim nächsten Sitzung schon gleich fertig machen. Aber die obere braucht ein bisschen längere Heilungszeit wegen dieser Knochenaufbau, dann etwa 4 Monaten. 4 Monate lang, Ihre obere Zahnersatz wird ein bisschen locker, das können Sie mit Haftcreme gut fixieren. Risiken in dieser Behandlung ist nicht besonders groß. Das Nervkanal darf ich nicht stören, aber haben wir überall gute, starke Knochen. Und oben, das weiß man nicht, wie stark ist die Nebenhöhle Schleimhaut Innenseite. Das können wir ganz vorsichtig machen. Aber natürlich, wenn wir das verletzt, dann kann ich dann im selben Tag dieses Implantat noch nicht hineinschrauben, sondern müssen wir ein bisschen warten. Schleimhaut kann relativ schnell in 1, 2 Wochen gut einheilen. Dann können wir das noch einmal probieren, mit selber oder mit einer anderen Methode. Schiefer Implantaten kommt nicht in die Frage, dann haben wir hier zu weniger Platz dazu und die Knochenqualität auch nicht so stark. Gut, dann bitte das überlegen. Wenn haben Sie weitere Fragen, dann können Sie uns immer erreichen oder können Sie dann gerne zurückkommen jederzeit. Ich danke das Ihnen. Auf Wiedersehen.